Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte. Dieses Video richtet sich ja bekanntermaßen an absolute Einsteiger in diesem Präsentationsprogramm. Und heute geht es in diesem Video jetzt hier darum, Grafiken und Zeichensubjekte einzufügen und damit auch was zu machen. Und jetzt möchte ich als erstes zeigen, wie man Grafiken, Fotos einfügen kann. Zuerst einmal von der Festplatte. Dazu gehe ich einmal hier zu dieser Registerkarte einfügen und wähle mir hier dann diesen Bereich Bilder aus. Suchen wir das entsprechende Verzeichnis. Hab dann hier schon ein Bild, klick auf Einfügen. Und schon wird das Bild eingefügt, das ist etwas groß. Kann es aber einfach bei gedrückter linker Maustaste, wenn der Mauszeiger so ausschaut, dann verschieben. Und gleich einmal dazu, woher ich dieses Bild habe. Hier habe ich hier unten die Lizenz, stammt hier von diesen Benutzern, die das eingestellt haben dort an dieser Adresse. Es wurde als Public Domain veröffentlicht. Ich kann also mitmachen und für sich, was ich möchte. Also danke hier diesen Benutzern. Wenn ich es vergrößern möchte, gehe ich hier außen, da verändert sich dann auch der Mauszeiger, kann sie kleiner machen, kannst du das auch noch verschieben. Dann gibt es noch eine tolle Möglichkeit, ich kann dieses Foto zuschneiden. Das Foto ist hier ausgewählt, oder hier in dem Fall die Grafik. Rechte Maustaste und hier habe ich die Möglichkeit, auf Zuschneiden zu gehen. Und es verändert sich hier außen diese Einfassung. Und wenn ich jetzt hier mit dem Mauszeiger hergehe, kann ich das hier so hereinziehen bei gedrückter linker Maustaste. Man kann hier jetzt die Bereiche festlegen, auf die das Bild jetzt einmal eingeschnitten oder zugeschnitten gehört. Da könnte ich das auch machen, lasse es aber da herunten. Und wenn ich zufrieden bin, drücke ich jetzt, um das abschließen zu können, auf Escape. Und habe dann hier dieses Bild, kann es mir dementsprechend dann kleiner und größer wieder machen. Und ich kann mir jetzt natürlich nicht nur eine Grafik jetzt aus, von einer Festplatte, USB-Stick einfügen, sondern auch über die Zwischenablage. Das heißt zum Beispiel auch aus dem Internet von einem Browser. Geht es hier ins Internet. In dem Fall hier zu meinem Browser und habe jetzt ein anderes Bild, auch wieder Public Domain, auch wieder von Pixabay, hier von diesem Benutzer. Gehe jetzt hierher, rechte Maustaste, Bild kopieren, ist jetzt im Zwischenspeicher drinnen und kann dementsprechend dann hier ins PowerPoint hineingehen. Kann hier rechte Maustaste machen und sehe dann hier schon, wie ich es einfügen möchte. Kann es hier so belassen, habe hier dementsprechend hier dann dieses Foto dann herinnen und kann das dann wiederum verkleinern, wie ich schon gehabt habe. Hier gehe ich hierher, verkleinere das, verschiebe mir das dann an die entsprechende Stelle. Ja, jetzt habe ich dir gezeigt, wie man diese Fotos dann mal einfügen kann, wie man sie auch zuschneiden kann, also insofern bearbeiten kann. Ich könnte sie dann auch zum Beispiel drehen. Ja, das kann ich auch dann hier mit diesem Bild zum Beispiel machen. Kann ich drehen, ja. Ich kann natürlich auch nicht nur Fotos, die ich eingefügt habe, drehen, sondern könnte mir hier dann, wenn ich wieder auf Einfügen gehe, ja, kann ich mir noch andere Dinge dann einfügen, auch sogenannte Smart Arts. Wenn ich jetzt hierher gehe, habe ich eine Fülle von Dingen, die ich da einfügen könnte. Ich könnte mir hier zum Beispiel eine Pyramide zum Beispiel einfügen und dann dementsprechend dann auch später beschriften. Also ich könnte jetzt hierher gehen, tippe jetzt hier der Einfachheit halber irgendetwas ein. Das hier eingegeben und könnte das dann wieder auswählen, kann dann auch wiederum hier das dann der Größe nach dann verändern und auch dementsprechend dann natürlich dann auch, wenn ich möchte, könnte ich das Ganze dann auch dann verschieben. Das ist jetzt ein bisschen kleiner, ja, da verzerrt sich dann, weil ich nicht außen genommen habe, die Größe. Ja, und auch dieses, mit dem kann ich dann natürlich dementsprechend auch was machen. Ja, wie ich ein Objekt drehen kann, habe ich schon gezeigt. Hier oben nimmt man das Ganze und dreht das Ganze. Dann, wie ich ein Objekt auch zur Folie hin ausrichten kann. Ich könnte es hier zum Beispiel nehmen, rechte Maustaste und könnte dann hier zum Beispiel sagen, nein, machen wir das wirklich mit einem Objekt. Gehen wir mal hierher, wählen wir so eins aus zum Beispiel. Was nehmen wir denn hier? Nehmen wir so einen Blockpfeil, den wähle ich mir hier aus. Könnte den zum Beispiel zeichnen und kann mich dann dazu entscheiden, dass ich dieses Objekt dann auch anordnen möchte. Ich gehe hier, wähle mir sie aus, gehe hier oben auf Anordnen, ja, jetzt habe ich es, und kann hier zum Beispiel auf Ausrichten gehen und könnte zum Beispiel sagen, oben ausrichten, das heißt, es geht wirklich an die Oberseite der Folie, oder ich gehe jetzt hierher und sage mir ausrichten zum Beispiel, wo gehen wir denn da hin, was kann man denn noch machen, zum Beispiel auf die linke Seite. Oder ich ziehe es dann wieder weg, kann es dementsprechend dann auch machen, also links, in der Mitte, rechts, oben und zentriert. Und ich habe schon gezeigt, wie ich hier Linien und wie ich hier einen Pfeil einfügen kann.
in dem Fall einen Blockpfeil. Ihr habt noch viele andere Möglichkeiten, hier etwas einzufügen. Du siehst hier, die Bandbreite ist sehr groß. Ihr könnt hier einen Smiley nehmen, könnt ihr den zum Beispiel dann einfügen. Aber ich kann dementsprechend natürlich jetzt neben diesen Dingen hier dann auch entsprechende Pfeile einfügen, mit denen man zum Beispiel auf etwas verweisen kann. Ich nehme hier diesen Pfeil und zeige jetzt hier von Grafik zum Beispiel einmal hierher. Dieser Pfeil ist schon mal relativ dünn, aber wenn ich jetzt hier rechte Maustaste zum Beispiel nehme, könnte ich hier dann über Rahmen hier dann zum Beispiel die Farbe auch verändern. Nehmen wir jetzt mal die dunklere Farbe zum Beispiel, gehe dann nochmal herein, könnte die Stärke dann vergrößern, also das heißt, die wird dann breiter, kann dann auch noch die Art des Striches verändern. Man sieht ja eben auf der Folie, wie sich das alles schön gleich verändert. Sehr fein, bis gröber zum Beispiel, ja. Kann es dementsprechend dann auch ausrichten und habe somit dann also die Farbe dann verändert. Ich kann aber natürlich auch dann wieder hergehen und könnte dann darüber hinausgehen dann zum Beispiel diese Form dann auch dann formatieren und festlegen, ob zum Beispiel am Anfang und am Ende ein Pfeil sein soll. Hier habe ich es ja nur in einer Richtung gehabt und wenn ich jetzt hier hergehe zum Beispiel, dieser Anfangspfeiltyp ist hier noch das hier eingestellt, könnt ihr die Form zum Beispiel verändern und du siehst, dass sich das jetzt hier verändert hat. Ich gehe nochmal zum Anfangspfeiltyp, könnt auch hier einen runden Bereich machen, könnt auch den Endpfeiltyp natürlich einstellen, der ist jetzt so eingestellt, dass ich den dann so dementsprechend dann einstelle. Also so stelle ich den Start- und Endlinientyp ein und dann kann ich natürlich auch dann hergehen und könnte dementsprechend dann auch andere Formatierungen dann noch vornehmen, nämlich zum Beispiel einen Schatten einfüge. Da habe ich hier mehrere Möglichkeiten, hier bei diesem Format Optionen dann etwas zu machen. Klicke jetzt mal hierher, bin hier bei den Effekten und kann hier zum Beispiel einen dementsprechenden Schatten einstellen. Könnt ihr die Farbe eines Schattens zum Beispiel einstellen, du siehst schon, dass sich hier etwas verändert und könnt ihr dann auch die Größe dann, all dieser Bereiche dann noch einstellen. Wenn sie hergeht zum Beispiel, würde dann geringer werden. Dann kann man dementsprechend dann verschiedene Möglichkeiten dann vorstellen. Hier ist der Schatten weiter unten angeordnet. Und das kann ich ja bei jedem dieser Objekte dann auch machen. Sofern es ja gerade für dieses Objekt dann geeignet ist. Ja, und dann sind wir hier bei einem wichtigen Punkt. Zeichnen Sie Objekte eine Ebene weiter vor, Ebene zurück. Das bedeutet, wenn ich das jetzt hier rüberschiebe, dann sieht man hier dann in dem Fall von diesem Männchen dann nichts mehr, weil er über dem drüber liegt. Ich kann es aber dann je nach Ebene dann unterschiedlich dann anordnen. Ich mache jetzt rechte Maustaste, habe hier dieses dann angeordnet und könnte zum Beispiel sagen, dass dieser Pfeil eine Ebene nach vorne geht oder ich möchte nach hinten geben. Ebene nach hinten bedeutet dann, machen wir den dann mal in den Vordergrund, dass dann hier das hier im Vordergrund ist. Wenn ich sie drüber schiebe, wäre es dann so. Ihr könnt aber hier dann hergehen, könnt ihr wieder den Pfeil zum Beispiel dann dementsprechend dann in den Vordergrund dann setzen. Damit überdeckt dann auch der Pfeil dementsprechend was. Das heißt, man kann mehrere Ebenen übereinander nehmen, muss sich halt dann entscheiden, was sollte vorn sein und was sollte er dann, dahinter sein. Und dann gibt es bei PowerPoint noch eine praktische Zoom-Funktion. Das heißt, wenn mir dieser Ausschnitt hier jetzt zu klein ist auf meinem Bildschirm, kann ich hier rechts hinuntergehen und könnte hier dann mit dem Klick auf Plus diesen Bereich dann hier vergrößern. In dem Fall ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Könnte dementsprechend auch viel kleiner machen. Es empfiehlt sich hier so eine deckende Ansicht, dass ich halt dann gerade noch genug sehe, dass ich hier die ganze Folie dann im Blick habe. Aber manchmal möchte ich halt bestimmte Bereiche dann stärker und größer dargestellt haben. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt wissen wir, was mit Grafiken und Zeichnungsobjekten alles so machen können. Bis zum nächsten Video aus der Reihe PowerPoint 2016 für Anfänger, für Einsteiger, also erste Schritte mit PowerPoint 2016.